Erinnerungen, die auch nach 21 Jahren nicht verblassen. 15.000 Menschen füllen den Victoria Park im Zentrum von Hongkong. Weitere versammeln sich in Paris, New York. Ihr Respekt gilt den Toten von 1989, als die chinesischen Führer Panzer auf den Tiananmenplatz schickten und die Studentenproteste mit einem Massaker beendeten. Gao Guangchun ist heute Anwalt in den USA. Er war damals auf den Tiananmenplatz mit dabei. Die Tiananmen-Demonstrationen hatten nicht nur einen großen Einfluss auf die chinesische Gesellschaft, sondern auch einen sehr großen Einfluss auf die weltweite Demokratiebewegung. Chinas kommunistische Partei hat seit 2 Jahrzehnten keine bedeutsame demokratische Reform gemacht. Aber weltweit haben die Chinesen den Geist und die Botschaft der Studentenproteste von 1989 nicht vergessen. Nur wenn wir ein demokratisches China haben, dann ist es ein rechtmäßiges China. Nur wenn China demokratisch ist, wird es ein wirklich starkes China sein. Nur wenn wir eine demokratische Gesellschaft haben, wird es die Gesellschaft sein, nach der sich die Menschen sehnen. Drew Breyer ist amerikanischer Musiker. Er spielte vor dem chinesischen Konsulat, um den Tiananmen-Massaker zu gedenken. Ich erinnere mich, als ich es das erste Mal sah, war ich in der Highschool und ich war geschockt. Als ich dieses Bild sah, den ganzen Clip, war meine Seele tief betroffen. Also heute hier zu sein, bedeutet für mich sehr viel. Es ermöglicht mir, im Namen der Studenten zu spielen, die tatsächlich dort waren. Das bedeutet mir sehr viel. Ein weiteres Jahr, ein weiterer Gedenktag. Die chinesische Demokratiebewegung wird weiterhin ihre Stimme erheben. Für jenen Tag, den das chinesische Regime lieber vergessen würde. NTD News, New York.